Ja, toll. Wie komme ich denn jetzt wieder hier hoch, sag mal? So? Leute, wer bist du denn? Hallo. Bist du hier unten, um diese schönen alten Ruinen zu erkunden? Beachte mich gar nicht. Ich habe auch eine Schwäche für das Erkunden. Sich zu verirren und dann den Weg wiederzufinden, ist ein Vergnügen wie kein anderes. Wir haben großes Glück, du und ich. Ich bin Kartograf von Beruf und fertige gerade eine Karte von diesem Gebiet an. Möchtest du eine von meinen Arbeiten kaufen? Karte dieses Gebiets kaufen? Ja, klar. Wir haben ja. Karte erhalten. LB um die Karte. Eine Karte kann nützlich sein, aber allein zeigt sie dir nicht, wo du bist. Wenn dein Orientierungssinn nicht der beste sein sollte, empfehle ich dir, bei meiner Frau Iselda einen Kompass zu erwerben. Sie ist gerade dabei, unsere Kartengeschäft in Mismun zu eröffnen. Da war gerade keiner. Lüge. Indem wir die verschiedensten Dinge verkaufen, die für Reisende wie dich nützlich sein könnten. Manchmal verkaufe sie sogar meine alten Karten. Ich besuche sie immer, wenn ich mit einer Karte fertig werde. Sie freut sich immer so sehr, mich zu sehen. Oh, bevor ich es vergesse, ich habe mich gar nicht vorgestellt, oder? Ja, ich sollte mich entschuldigen. Wenn man so viel Zeit allein mit seinen eigenen Gedanken verbringt, vergisst man die Etikette der Konversation. Mein Name ist Cornefa und ich habe es. Ja, sehr gut, dass es links blau aufblinkt. Habe es schon immer geliebt, die Welt zu erkunden. Ja, direkt nachdem ich geschlüpft bin ich sofort losgelaufen und habe meine Brüder, Schwester und unsere arme Mutter zurückgelassen. Genau aus diesem Grund bin ich so schnell wie ich konnte mit meiner Frau nach Mismund gezogen. Ein riesiges, unendliches Königreich, das erkundet werden möchte, gleich vor der Haustür. Wer könnte da widerstehen? Wie dem auch sei, wie dem auch sei, ich will dich auf deinen Reisen nicht aufhalten. Mit ein wenig Glück sehen wir uns bestimmt wieder. Mach es gut und pass auf dich auf. Ja. Also es ist ein Insektenkönigreich, so wie ich das verstanden habe. Es ist jetzt natürlich kacke, dass ich bis ganz nach unten durchgefallen bin, weil ich keine Ahnung habe, wie ich wieder nach oben komme. Ich suche einen Punkt, an dem ich zurück kann. Nein, warum? LOL! Du Kackteil! Fuck you! Ha, den ersten Boss besiegt, krass. Nichtsdestotrotz hätte ich hier gerne alles, ja. Und direkt einen Geheimgang geöffnet. Was ist denn da los? Boah, ey, Viech.
Ach, und damit sind wir auch hier angekommen. Okay. Ja, aber oben sieht einladend aus mit dem Tor. Ich gehe mal erstmal oben lang. Es gibt so viele Wege, ne? Oh, cool. Okay, es wird hier gespeichert. Ich will wieder nach oben. Komme ich wieder nach oben? Okay, der pusht. Okay. Die sollte man, glaube ich, lieber nicht berühren, so wie das aussieht. Knapp. Boah, gut, Sebastian. Richtig gut, ey. Das klappt gerade so gar nicht, wie ich das gerne hätte. Ich will wieder nach oben. Ach ja, klar. Ey, was mache ich hier? Wo renne ich hier lang? Da. Was ist hier los? Wo bin ich jetzt? Alter, die Steuerung macht mich fertig. Du denn? Alter, what the fuck, nö. Okay, das ist gar nicht mal so leicht, das Spiel. Nee, hier bin ich nicht richtig. Zurück. Geh jetzt nochmal hier zurück, meinen alten Weg. Da unten war nämlich so ein nettes, kleines... Ach ja, klar, auf jeden Fall. Wie wär's denn mal mit Fu? Alles klar. Ach so, du Scheißding. Alter Vater. Ich geh kaputt. Okay, dafür gibt's so irgendeinen Trick. Habe ich noch nicht raus. Ich gehe jetzt erstmal meinen Weg hier zurück. Alter Vater, das ist ja... Ey, das ist ja null Einführung in die Materie hier.
Ich war, keine Ahnung, ich habe einen Fehler jetzt gemacht mit einem Sack oder was? Lol, da weint wer. Wo bist du? Hey, Moment. Oder weinst du doch nicht? Man kann nicht auf diese Kackdinger drüber springen. Über diese Kackdinger springen. Boah, fuck you, ey, ganz ehrlich. Da. Ich weiß nicht, was. Ich würde gerne wissen, was ich. Ich habe jetzt alles übersprungen. Also ich hab den einen Typen habe ich gefunden, ja. Ich versuche gerade verzweifelt wieder nach oben zu springen. Alter. Alter Vater, das Spiel macht mich fertig. Da! Hey! Was war das jetzt? Eine Raupe! Ich habe eine Raupe gerettet. Oh, ich bin ein Held. Und jetzt? Jetzt gehe ich mal dahin. Da, du, hallo. What the fuck? Oh, begrab meine Mutter, die Tränen vergossen. Begrab mein Vater, die Augen geschlossen. Leg all meine Schwestern zusammen zur Ruhe. Und bist du dann fertig, so leg dich. So leg mich dazu. Was bist du denn? Totengräber oder was? Kennst du das? Eines meiner Lieblingslieder. Wir können etwas anderes singen, wenn du möchtest. Du fängst an und ich steige mit dir ein. Du hast sicher eine wunderschöne Gesangsstimme. Haha. Also, was machst du hier unten? Falls du hergekommen bist, um reich zu werden, sieh dich um. Die Minen sind noch immer voller Reichtümer. Es gibt reichlich für alle. Greif dir eine Spitzhacke und mach mir nach. Oh, begrabe den Ritter, wenn sein Nagel bricht. Begrabe den Priester, der hat eine Sprachstörung. Etwas mit einer Krone. Achso, da hat er den Text vergessen. Ich kann mich nicht an den Rest davon erinnern. Vielleicht summe ich es einfach. Gut. Wer bist du? Müller. Alles klar. Nein! Ach komm, ey. Oh. Gott sei Dank, er kommt wieder.
Ah. Dann nehmen wir doch gerne mit. Das läuft gerade gar nicht so wie geplant. Also ich hatte eigentlich geplant... nach oben und dann mich langsam nach unten vorzuarbeiten und jeden nach dem anderen zu finden. Also von Etage zu Etage. Jetzt renne ich hier einmal quer durch die Gegend. Okay, das kann ich wohl noch nie machen. Tja. He's got the whole world in his hands. He's got the whole, whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. Ich glaube, ich spiele das gerade nicht so, wie es gedacht ist. Ärgert mich ein wenig. Oh, der war gut. Ich verstehe diese Sprungdinger manchmal und die helfen mir ja nicht wirklich. Ich will ja nicht überspringen. Ich will nur nach oben. Oh, was ist das hier? Tempel des schwarzen Eis. Ja, ey, warte. Na, Minobis. Hallo, wie schön, einen anderen Reisenden auf diesen vergessenen Straßen zu treffen. Das ist gar nicht dein Kopf. Du bist klein, aber du siehst stark aus. Ich bin Quirrell. Ich bin etwas besessen von unerforschten Orten. Dieses uralte Königreich birgt viele faszinierende Geheimnisse und eins... der interessantesten befindet sich direkt unter uns. Ein großes steinernes Ei, das im Leichnam des uralten Königreichs liegt. Und dieses Ei, ist es wahr? Es strahlt zweifellos etwas Einzigartiges aus. Kann man es öffnen? Es ist übersät mit seltsamen Zeichen. Ich liebe Geheimnisse so sehr. Verzeihung. Und wer weiß, welche Wunder noch tiefer unter uns liegen. Also ich war relativ tief, da ist so ein Typ, der Karten zeichnet. Ich habe mich schon so lange hierher... Was? Ich habe mich schon so lange hierher gezogen gefühlt. So viele Geschichten voller Wunder und Schrecken. Ich konnte nicht länger widerstehen. Ich musste es einfach mit eigenen Augen sehen. Und was für eine Zeit ich mir für eine Auskunft, für meine Ankunft ausgesucht habe. Diese tote Welt ist zum Leben erwacht. Die Kreaturen sind aufgebracht und die Erde grollt. Die Luft ist dick. Ich frage mich, was das alles ausgelöst haben könnte. Um in dieser Ruine zu bestehen, wird dieser alte Nagel allein nicht ausreichen. Aber... Lol, kämpft die mit Nägeln? Oder habe ich das einfach nicht gecheckt? Aber das ist kein Problem. Man muss sich nur umsehen. Viele sind vor uns hierher gekommen und die meisten haben ein grausiges Ende gefunden. Auch wenn sie besser ausgerüstet waren als du und ich. Ich bin sicher, dass sie nichts dagegen hätten, wenn ein anderer Entdecker sie von ihren Werkzeugen befreit. Eigentlich ist es sogar eine gute Tat. Die Toten sollten nicht mit solchen Dingen belastet werden. Bist du um eine Stadt vorbeigekommen? Was für ein bedrückender kleiner Ort. Und eine solche Pracht ist direkt darunter verborgen. Sie kommen wohl deswegen alle hier nach unten. Wer könnte solche Möglichkeiten widerstehen? Wahrhaftig ein Wunder. Okay, sind wir durch. Ja, also er hat uns gerade zum Geiern animiert. Zum Walchern. Gut. Warst du schon mal oben? Ja, ich war einmal oben. Ich will gerne wieder oben, eigentlich.